unterwegs zu einem See. Und Vinino-See. War es im Wasser? Das ist meine Farbe. Malvino. Guckt euch mal das Grün an. Diesmal besser. In 200 Metern in den Kreisverkehr einfahren und die zweite Ausfahrt nehmen. In den Kreisverkehr einfahren und die zweite Ausfahrt nehmen. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Also irgendwie ist das hier auf jeden Fall links ein Camping. Ein gut besuchter. Bestimmt. Uiuiui. Das ist jetzt gut. Ist der Weg? Also auf dem kleinen Schild irgendwas? Ach, Hund. Da steht Ponte Romano und. Ja. Ach, da ist der Schatten. Ja. What a view! Wow. Das ist ja unglaublich. Unbelievable. Ist das schön. Perche Ponte Romano, Y Roman Bridge. Very deep here. Oh, on the left side, what a view. Have a look. It's a very good spot. Nice. On the right side. It's not so beautiful. Yes, I take a clip. So. Na ja, guck, unsere Madame ist glücklich, durfte mal kurz die Füße ins Wasser halten. Oh, ist das schön. Ja, das ist noch ein Hund, ne? Hast du noch was Nettes hier gefunden? Die Kraft des Wassers. Die muss man jetzt nutzen. Das wäre cool. Das war wahrscheinlich mal eine Mühle. Wegklappen, ne? Ja. Wenn das auf die Straße. Ja. Das sieht ja auch wieder klasse aus.
zwischendurch muss auch sowas mal sein. Latte Macchiato? Nein, Macchiato. So, Sonntag oder auch der letzte Tag vor unserer Abreise aus Kauria. Wir sind hier jetzt an einem Reiterhof, Reitanlage mit Reitschule. Und ja, die haben sich wohl ein bisschen spezialisiert, auch auf Islandponys. Und wir werden hier jetzt mal ein bisschen rumlaufen und mal gucken, was wir denn so über diesen Ort noch herausfinden können. Es ist schön warm, 25 Grad rum. Na, guck, da stehen schon einige gemütlich am Fressen, an der Heuraufe. Na gut, dann schauen wir doch mal ein bisschen rum. So, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie es denn hier heißt. Alps Kolosseum. Eine super Anlage. Sowas habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Bestimmt ganz günstig. Na, bestimmt nicht, aber ist irgendwie ganz toll hier. Ich fühle mich gerade irgendwie wie wohl. Weißt du, Pferde. Trentino. Nur für Pferde. Sicher. Oh, schöne Anlage. Hier mit. Mit Dusche. Ja. Man hört manchmal im Hintergrund italienische Ansagen. Ich vermute mal, es ist so eine Art Turnier hier gerade am Gange. Ah, da vorne läuft ein Hund. Ja, der muss erstmal hinkriegen. Und noch ein Bauzi. Kira. Komm, geh weiter. Papa Joe's Grillrestaurant und Cocktailbar. Riesige Außenanlage mit Stallungen und Offenstallungen, Reiteplätze. Ja, ja, guck. Da ist gerade der Abreiteplatz. Anscheinend eine Art Western-Reitturnier heute. In der Halle ist aber schon nichts. Okay. So, wenn wir jetzt da gerade gerissen sind. Auf jeden Fall sehr viele Hunde auch hier unterwegs. Wir haben alle Hundenleine. Ja. Ja. Sieht ein bisschen aus wie Chico. Ja. Da kommt schon der nächste Fratz. Hier musst du gucken, ne? Oh. Gefallen lassen, Tiere. Ja, das scheint wohl irgendwie normal zu sein hier. Sie setzt sich schon wieder hin, ist sie schon wieder zu viel. Ja. Das Ding hätten wir auch abmachen können, haben vergessen. Ne? Ja. Na gut, gehen wir mal ein bisschen weiter gucken. Die war verdammt staubig heute. Ja, hier oben ist ja ganz okay.
Ja. Da gibt es anscheinend einen Grill. Na, du. Ist ja genau unser Ding hier, wo wir gerade sind, ne? Ach, guck. Ja. Und hier ist noch mal. Und der nächste. Kira. Kira schließt heute jede Menge Freundschaften. So, jetzt ein Besen dabei. Ich glaube, wir kommen gerade zu einer Prüfung, richtig? Da hinten scheinen die Wertungsrichter zu sitzen. Bevor wir hier rein sind, ist hier noch ein Traktor durchgefahren, hat alles wieder plan gezogen. Na, guck, da hinten war auch noch mal eine Kamera. Man hört im Hintergrund die Schwalben. Auch typisch Pferdestand. Wird nicht dran gezogen und nicht dran gezuckelt. Schön, jawoll. So, mit diesen Eindrücken lassen wir euch denn jetzt alleine. Das waren also 2 Tage zusammengefasst in einem Video. Und damit verabschieden wir uns und danken fürs Zuschauen. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Danke, tschüss.